Jungs, was war das denn eben? Ich weiß auch nicht. Ich stand völlig neben mir, ich konnte nichts tun. Ja, das war total seltsam. Ich war völlig gebannt von dieser Riesengestalt. Ah, ekliges Unkenviech. Unglaublich. Ja, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Und dann schickt uns der Inspektor einfach nach Hause. Die Polizei muss die ihre Arbeit machen. Pff, als ob die irgendetwas herausfinden würden. Jedenfalls müssen wir die Juwelen wiederfinden, Freunde. Und diesem widerlichen Unkenviech das Handwerk legen. Meine Rede! Matrosen, schaut euch mal die Karre an! Mensch! Ah, das muss das Europacar sein, Freunde. Das gehört jetzt uns! Vor dem Team Europa stand ein futuristisch anmutendes Gefährt. Vier Flügeltüren öffneten sich geschmeidig wie von Geisterhand, als eine Stimme aus dem Inneren tönte. Die Karre wartet schon 24,38 Minuten auf euch. Also hättet ihr die Güte, euch endlich in mich reinzusetzen? Cremiger werden die Joghurts nicht. Wow, was war das denn? Wo kam das denn her? Haha, ich denke, das war unser neues Auto. KI von der feinsten Sorte. Dem würde ich gerne mal unter die Haube schauen. Bingo! Was für ein Wunderwerk der Technik. Kommt, Kommilitonen, ab ins Europacar. Aufsitzen! Unsere drei verdatterten Freunde machten es sich auf den Sitzen des Autos bequem. Ein Fahrersitz gab es allerdings nicht. Geräuschlos schlossen sich die Flügeltüren und das Europacar fuhr langsam an. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Richard Reginald und bin der Bordcomputer des Europacars 1.0. Man könnte sagen, ich bin das Europacar. Wenn es sein muss, fahre ich euch, wohin ihr wollt. Immer auf der schnellsten Route. Natürlich funktioniere ich schadstoffneutral und habe Radio on board. Hallo, Richard. Nach dem Schrecken von eben könnte ich wirklich einen Joghurt vertragen. Also, fahr uns bitte zur Penelope. Verstanden. Ändere Route auf. Penelope, Museumsschiff und Quartier des Team Europa. Da fahre ich euch zwar gerne hin, aber einen Joghurt könnt ihr auch jetzt schon haben. Zumindest, wenn es sein muss. Schaut euch das an! Eine Klappe in der Wand öffnet sich. Und darin stehen drei perfekt gekühlte Joghurts. Ich zucke aus. Wow. Ja, ich glaube, ich will hier nie wieder raus. Ja. Freunde. Das ist es. Diesen Joghurt ließen sich die drei natürlich nicht entgehen. Wenige Sekundenbruchteile später griffen sie herzhaft zu und löffelten sich genüsslich den Joghurt rein, während Richard Reginald sie schadstoffneutral Richtung Penelope fuhr.